Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ratchet & Clank. Beim letzten Mal haben wir uns kennengelernt. Ratchet hat Clank kennengelernt und umgekehrt. Und ich bringe jetzt Clank zurück zu meiner Werkstatt. Und ich denke, ich muss hier versuchen, möglichst unbeschadet in die Werkstatt zu kommen. Was ist das denn jetzt? Ah, so, warte mal. Was war das nochmal? Wie schmeiß ich? Doch, so. Eigentlich, ja? Genau. Aber scheint's nicht zu brauchen. Im Moment. Zack, zack. Zack. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die überhaupt töten muss. Am Ende des Tages, die bringen mir überhaupt gar keine Punkte. Im Sinne von, im Sinne von Bolts. Von daher kann ich sie eigentlich auch leben lassen. Dann ist das eigentlich wurscht. Wenn ich das richtig sehe. Aber hier mache ich natürlich alle Kisten kaputt, die ich finden kann. Denn die Bolts kann ich natürlich alle wunderbar brauchen. Also geht's hier immer schön weiter. Na, da scheint nichts mehr zu sein. Wo geht's weiter? Hier unten, ja. Auf die Karte gucken. Okay. Also geht's oben weiter, wenn ich das richtig sehe. Gar nicht mal unten. Große Kluften waren ein Kinderspiel für Ratchet. Okay. Zum Überqueren benötigte er nur seinen tollen Schwunghaken und etwas Wagemut. Zum Glück für unseren pelzigen Helden erhielt Ratchet dank einer gut platzierten Kiste einen Brenner. Wo ist die gut platzierte Kiste? Ein Brenner. Ratchet genoss die Freiheit jederzeit. Keine Munition, aber für den Brenner. Mhm. Aha, okay. Vielleicht kannst du auf etwas schießen, um die Tür zu öffnen. Das ist die Bombe, das ist der Brenner. L2 und R. Meine Sensoren zeigen an, dass davon ein Schalter ist, der sich mit einem Schuss aus dem Brenner aktivieren lässt. Ratchet sollte nur auf das Ziel schießen, aber er dachte lang und angestrengt nach, bevor er feuerte. Ja, ich habe schon Munition für den Brenner, glaube ich, gekriegt. Auf die Probe gestellt wurde, geriet Ratchet in Panik. Er musste nur auf ein Ziel schießen. Ich weiß gar nicht, wofür soll das jetzt gut sein? Das ist komisch. Naja. Geschossen. Ja, weiß ich schon. Und wenn ich jetzt schieße, dann benutze ich immer die Waffe, die gerade ausgewählt ist. Das heißt, jetzt würde er mit dem. Genau. Jetzt würde er mit dem. Mhm. Jetzt schieße ich damit. Okay. Halt, warte mal, ich müsste euch fast noch mal ein bisschen Munition holen. Ups. Das verstehe ich jetzt nicht. Also mit der Kreistaste schieße ich auch. Diese Doppelbelegung ist total komisch, ne?
Wobei die Logik ist eigentlich dann klar, das würde heißen, dass die Vierecks-Taste, da benutze ich immer meinen Hammer oder linke Hand sozusagen und mit der Kreistaste benutze ich dann sozusagen rechte Hand. Was willst denn du jetzt? Was machen die denn hier? Ich habe in meiner Datenbank Informationen, die dem Vorsitzenden Breck schaden könnten. Er muss mich bis zu deinem Planeten verfolgt haben, um sie zurückzubekommen. Gut. Okay. Ratchet musste schnell überlegen. Vielleicht würde ihm der Keyhaken aus der Mission. Oh. Aha, okay. Ich musste einfach draufbleiben. Na gut. Tim, pass auf. Ich will, dass du die Werkstatt zuschließt und dich in die Bunker begibst. Upsa. Ich komme schnellstmöglich nach. Hey, klar, Ratchet. Oh, Scheiße. In schlechter Verfassung. Verletzt, verwirrt und alleine durchkämmte er die Kysil-Ebene auf der Suche nach Nanotech. Okay. Okay, habe aber nur noch 7 Gesundheit. Das ist natürlich nicht optimal. Okay. Gibt's noch was, was ich hier irgendwie... Nicht, ja. Okay. Dann würde ich sagen, geht's auf jeden Fall einmal weiter. Okay. Ah, das ist ja cool. Was? Modell X6. Oh, Scheiße. Auch bekannt als das Transportschiff des Todes. L2 gedrückt halten, Schritt zu 2. Okay. Oh, shit. Okay, dann versuchen wir das mal hier. Ich wähle mal die andere Waffe aus. Okay. Oh, das war's mit Nanotech. Ja? Ja, da haben wir ja zumindest mal was hingekriegt. Und jetzt kriege ich hier bestimmt noch ein paar Schüsse zurück.
Jawohl. 39 von 40 kommen. Die holen wir uns auch noch hier. Und damit... Ah, was ist hier denn noch Schönes? Okay. Na gut. Scheiße. Oh nein, die Blag greifen Grims Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, aber ich mach mich da auch ein bisschen auf rein, ist. Okay. Ist hier noch irgendwas? Okay. Da ist wohl nix. Ob ich da rüberkomme, weiß ich nicht. Na gut. Ich probiere einfach mal. Oh. Ah, das war natürlich nicht schön jetzt. Also als erstes mal umschalten auf den Brenner. Oh nein, die Blag greifen Grims Werkstatt an. Grim, okay. Geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach mich da auch, bis die Luft rein ist. Halte durch, Grim. Ich mach das. Okay, damit hätte ich den. Diesmal ohne, ohne zu sehr verletzt worden zu sein. Scheiße. Oh, Scheiße. Ich hab dich aus dem Holoschirm. Es rücken noch mehr Gegner an. Transporter im Anflug geortet. Oh je, oh je. Ich bin unten im Bunker. Ach du lieber Gott. Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon ins Rückklarschiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Quantenstrahlmotoren. Wirf das einfach irgendwo hin. Ich habe ein Lesezeichen. Was ist das? Ich treffe. Oh Gott, das ist ja schwierig. Grims Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach mich da auf, bis die Luft rein ist. Halte durch, Grim. Ich mach das. Ja, verdammt.
Vorsitzenden, Gwen! Ich hab dich aus dem Holoschirm! Es rücken noch mehr Gegner an! Transporter im Anflug geortet. Kampfbots! Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff? Uff. Ja, tut mir leid. Uff. Das hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Quantenstrahlmotoren. Wirf das einfach irgendwo hin. Ich habe ein Lesezeichen. Was ist das? Spaß mit... Ich krieg's nicht hin. Greifen Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach mich auf, bis sie noch rein ist. Halte durch, Grim. Ich mach das. Vielleicht ist es auch nicht clever, wie ich vorgehe. Ah, da komme ich nicht runter, okay. Und anderen Katastrophen. Das habe ich nur zu Bildungszwecken. Ich treffe immer gerne einen Akademiker-Kollegen. Ich schaue mir wirklich nur die Bilder an. Da komme ich nicht hoch, hm? Da, doch komme ich durch. Ah, aber das sind Brenner. Das ist Brenner-Munition. Also schalten wir doch mal auf den Brenner um. Worauf muss ich denn da schießen? Ah, so schwierig war es ja gar nicht. Okay. Alles klar, Grim. Die Luft ist rein. Kannst du aufmachen? Ratchet, was in Sonys Namen ist da gerade explodiert? Oh. Grim, hör mal, mach mein Werkzeug bereit. Ich habe in der Wüste etwas entdeckt, das ich mir ansehen muss. Interessant. Was ist das für eine Fabrik? Als erstes mal sammeln wir alles ein. Hier habe ich schon als Kind gelebt. Komm, wir bringen dich auf Vordermann. Genau. So, jetzt heißt es Roboter reparieren. Vorher nochmal alles einsammeln, was einzusammeln geht. Hier sind noch ein paar Sachen, da ist noch ein bisschen was. Was ist denn da hinten? Ne, komme ich nicht durch, okay. Da noch was? Ne. Also ganz große Geheimnisse scheinen da immer gar nicht zu sein. Aber jetzt kehre zur Werkstatt. Sehr merkwürdig. Ich empfange etwas von Ovalis. Es scheint eine Art Notrufsignal zu sein. Aber es wird offensichtlich von einem Blark-Signaldämpfer blockiert. Ui. Aua. Keine Sorge. Der Computer hätte uns gesagt, wenn wir in echter Gefahr wären.
Tödlicher Unfall steht bevor. Jetzt Will und Testament aufzeichnen? Ich gebe zu, das klingt nicht vielversprechend. Etwas problematisch jedenfalls. Es ist zwar beschädigt, aber ich habe schon Schlimmeres repariert. Komm schon, vielleicht kann uns in der Stadt jemand helfen. Okay, finde jemanden, der dir dabei hilft, dein Schiff zu reparieren. Genau das machen wir, und zwar machen wir das beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ratchet & Clank. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.